Wir gucken uns jetzt eine Beerdigung von Justin Blaybeck an, wenn wir schon in diesem Thema stecken, weil es ist ja nun wirklich, ich gehe davon aus, der Typ, der würde jetzt wirklich Grund und Boden beerdigen. Ist er in dem alten Zimmer? Naja, nee, die Decken, die sind zu hoch bei ihm. Von daher alles entspannt, Kinderzerstörer. Er ist ein Kinderzerstörer. Der hier, der würde jetzt hier auf jeden Fall Justin Blaybeck Ich, bearbeiten und indem ich löschen. mich vor der Kamera zeige. Und heute werde ich direkt mal einen YouTuber beerdigen. Dann ist Warte, Achtung, Achtung. Heute werde ich einen YouTuber beerdigen, Leute. Ich habe zwar dort keine Kamera, ja, und ich habe auch dort keine Kamera, aber ich gucke trotzdem in die Richtung, weil das professionell aussieht, wenn die Kamera dann aber dort drüben steht, ja. Wild, ja. Also ich finde schon, wie das Video anfängt, stabil. Es gibt ein Thema, das regt mich schon seit Wochen eigentlich auf. Und zwar ist das der YouTuber Yes, sir. Justin Playback. Wir gucken jetzt mal ein Video Also das klingt so, als hätte er unter Wasser aufgenommen, ja. Aber stabiler Typ jetzt schon. von ihm an. Man soll in diesem Video angeblich Byron kostenlos durch ein Brawl Stars Glitch bekommen. Ist nun leider ein Fake. Fangen wir an. Man sollte immer wieder etwas mit YouTube kommentieren. Im Brawl ist das irgendwelche Einstellungen ändern, hat miteinander nichts zu tun, ergibt nur Sinn und am Ende guckt euch jetzt mal seine Cringe-Reaction dazu an. Leute, ganz kurz bitte verzeiht. Ich habe gerade gesehen, Justin Playback hat seinen Kanal gelöscht. Das heißt, ich kann leider keine Einblendungen, Fotos etc. aus seinen Videos einblenden. Sorry. Stabil. Angeblich. Aber da gibt sich dann noch mal die Mühe und macht doch mal einen extra Cut. Das finde ich gut, das machen wirklich nicht viele. Ich hatte Stabil. Byron natürlich gezogen, aber das kann ich ganz einfach entlarven, da dort ein Leute, Spiel. Leute, falls ihr. Whiskey hat gerade den Link reingehauen von dem Video. Geht mal drauf und lasst ein Like da. Weil wisst ihr was? Ich mache es jetzt auch noch mal, weil das ist echt ein stabiler Typ. Und der hat für mich persönlich auch die Anerkennung verdient. Geht mal rüber, lasst ein Like da und seid einfach nett. Ja, gut, kommentieren kann man nicht. Aber. Wisst ihr, das ist ein stabiles Video. Egal, du musst halt gegen Justin Blaybeck musst du nicht mal argumentieren, weil der Typ sich eigentlich selber dauerhaft hops nimmt. Schwarzer Rand an der Mal, Seite und mal schauen am Ende des Videos, wie viele Likes dieses Video hat. ist, wie es bei Brawl Stars normalerweise nicht ist. Denn man sieht die ganze Zeit bei mir im Brawl Stars Hintergrund und plötzlich kommt da so ein schwarzer Rand, sobald der Byron zieht. Ganz komisch. Normalerweise ist das nämlich nicht so. Und da frage ich mich einfach, will der mich gerade komplett verarschen? Er geht einfach raus. Der hat keinen Bock mehr. Der geht einfach raus. Ja. Will der mich eigentlich komplett verarschen? Läuft weg. Das war's. Oh, da bin ich wieder. Sorry, musste mich mal kurz von der Dummheit Justin Playbacks erholen. Weiter geht's, wir machen weiter. Ist so gut. Ey, ohne Scheiß, ne? Ich weiß nicht, ob das sich dafür ein Skript geschrieben hat, aber das ist mega stark, wirklich. Der geht halt wirklich raus und musste sich jetzt erstmal beruhigen. Warum hat der Typ ein Abo? Ja. Der Mann sollte sich Das schämen. nächste Video heißt Unendliche Gems, Glitch, bla bla bla. Ist mir auch egal. Man soll angeblich einen Brawl Pass gratis bekommen, dadurch, dass man unendlich Gems auf seinen Account generieren kann. Das läuft ab wie mit einer ähnlichen Prozedur wie im Video davor, was wir uns gerade angeschaut haben. Von daher brauche ich das nicht weiter thematisieren. Nun ja, leider filmt er anfangs mit Bildschirmaufnahme. Dann filmt er aber, als er angeblich auf den Account geht, wo er unendlich Gems aufgeladen hat, sein Handy mit einer Kamera oder so. Junge. Und da kommen halt angeblich unendliche Gems. Nun Leute, wenn das der Brawl Ey, ich Stars mag, ey, ohne Scheiß, ich finde den Typ echt geil. Ey, ich finde den Typ echt geil. Mir kann keiner sagen, dass der Typ nicht nice ist. Der hat gerade mal ein Sub, ja. Ich möchte noch mal ganz kurz sagen, der Typ hat einen einzigen Sub und ist trotzdem jetzt schon krasser als Justins komplette YouTube-Karriere. Das ist wild. Ich finde wirklich, das Video ist gut. Das kann wirklich, das ist. Ich mache keinen Scheiß, ja. Das hier ist wild. Hintergrund ist, Yo, ProLame. dann will er mich wirklich Ja, trollen. Also stimmt, das ist auf sagst jeden du. Fall nicht die reale Version. Zur Erklärung, das ist ein Box-Simulator. Dort kannst du Gems und Boxen aufladen, um Openings zu simulieren. Also Justin Playback werde ich nichts mehr abkaufen. Ja, wir schauen uns ein letztes Video von ihm an. Let's go. Warte mal ganz kurz. Warte. Er hat sogar extra nochmal einen Einschnitt reingemacht. Das heißt, er kannte seine Videos wirklich und ich finde das auch sehr gut, weil man sieht halt auch die Arbeit. Meint ihr das Stabil. jetzt gerade Der neue ernst? JF, safe. Er lädt das Ganze nochmal hoch wie mit Byron, aber mit Amber? What? Okay, also
Er lädt das Ganze nochmal hoch und zwar, dass man mit einem Glitch kostenlos Ember bekommen soll. Danke, Bruder. Funktioniert auf jeden Fall. Hier passiert Justin Playback allerdings der gleiche Fehler. Wieder sehen wir. Mir kommt gleich mein Getränk durch die Nase. Ich finde das so geil. Der regt sich gerade halt wirklich drüber auf, Mann. Ich fühle das zu 1000%. Einen schwarzen Rand an das Hemd. Das ist so stark, Armer Mann. Justin, dass er es schon wieder nicht richtig faken konnte. Also Bro, faken will gelernt sein und das kriegst du nicht hin. Außerdem ist ein weiterer Punkt, dass die Videoqualität die ganze Zeit normal ist in seinem Brawl Stars-Spiel, in der Bildschirmaufnahme. Plötzlich zieht der Ember und die Qualität geht runter. Alter, geil, ja. Schön, das freut mich auf jeden Fall, dass Justin Playback hier das Ganze so gut beherrscht. Ja, dann haben wir den gleichen Humor wie ich. So, ey, ja, schön, Mann, du hast es. Du bist super, Bruder. Du hast es wirklich gut gemacht, ja? Dass die Qualität plötzlich nach unten sinkt. Ich fühle den Typ. Egal, was ihr sagt, ja? Ich feiere den Typ. Anschließend kann ich nur noch Friedrich, ein halt was das sagen und Maul. zerfall bitte nicht auf solche Kanäle wie den Justin Playbacker rein. Und ich kann nur Glückwunsch aussprechen an jeden, der hier seine Zeit verschwendet hat. Es haben so viele Free Ember Glitch kommentiert, da wird einem richtig übel. Außerdem hat man gesehen, wie Umut, Abi und Sniper gegen zwei hochintelligente YouTuber selbstverständlich, oh mein Gott, es geht oder es geht wirklich, danke, kommentiert Mann. haben. Noch nebenbei Umut Abi beerdigt. Am besten auch einfach reinschreiben, nicht Beerdigung von Justin Playback. Allein für diesen Side-Fact, für diesen, ich würde schon sagen, diesen Front zwischenbei einfach auch noch Umut Abi mit reinnehmen in den Titel. Weil den hast du gerade auch noch nebenbei zerstört. So, du brauchst gar nicht viel über den reden. Du hast ihn gerade eben einfach auch beerdigt. Da fällt mir auch wirklich gar nichts mehr ein. Diese ganze Bubble, Umut Abi, Hashtag Joker, Shady, Justin Playback, Buri teilweise noch, die Ehre. folgt Ey, da guckt sich meine Videos an, safe, weil es sind alles YouTuber, über die ich Videos gemacht sich habe. halt so gegenseitig. Und das ist einfach in meinen Augen ein Armutszeugnis, was dort abgeht in den Kommentaren. Ich denke, dass man diese ganze Bubble mitsamt der Community in die Tonne treten kann, die hier ihre Zeit verschwenden kann. Warte mal. Ich schwöre, mir passiert das auch so oft. Und dann muss ich das nochmal aufnehmen. Vielleicht nimmt er es aber nicht nochmal auf. Ich denke, dass man diese ganze Bubble mitsamt der Communities in die Tonne treten kann und verbrennen kann, mitsamt der Communities am besten, die dort ihre Zeit verschwendet haben. Gucken wir nochmal uns ein letztes Video an. Feier ich, dass es nicht rausgeschnitten hat. Ja, das zeigt Realness. Ein viertes Video, was. Auch stabil ist, by the way, dieses Schulfoto hier. Ja, ich habe das ja immer gefühlt, wenn der Schulfotograf kam, waren die Bilder immer besonders geil, ja? Also ich fand immer die Bilder, wenn der Schulfotograf kam, ganz, ganz toll, weil man musste sich gar nicht verstellen oder so. Man musste natürlich immer sein natürliches Lächeln aufsetzen und ich finde hier, das sieht fresh aus. Der Boy hat Potenzial, der Boy hat mehr als Potenzial. Du bist seine Inspiration, Bro. Oh. Ey, wenn ich seine Inspiration bin, dann wirklich, dann bin ich, fühle ich mich wirklich geehrt, ne? Das ist kein Scheiß. Aber ich feiere den, ja? Wir von Justin Cooles Playback Video. auseinandernehmen. Und Leute, ich kann euch sagen, das Ding wird über cringe. Der Typ ist absoluter Fremdscham. Das Video heißt in nur 5 Minuten 100.000 Gems generieren. Es fängt erstmal da. Jetzt fängt er an zu rappen, wir generieren. Yo, generieren. Ich werde jetzt therapieren mit meinen heftigen Gerape-Videos. Yeah. Und mit ein bisschen Autotune klingt alles so rigoros. Wild, Mann, ich bin groß. Damit Ja. an, dass er sagt, like, damit dein Brawl Stars Account nicht gebannt wird wie meiner. Und ja, tut mir leid. Übrigens, eins in den Chat, wenn ihr sagt, ich soll zu DSDS mit dieser unglaublich geilen Stimme. Mit Autotune wäre ich, denke ich, auch dort Erster. Der hat Das gerade die Video ist am Zeile. 17.10.2020 entstanden. Nur dieser Hintergrund, Bruder, ist über ein Jahr alt. Der hat einen alten Außerdem Hintergrund sprechen die gehabt. Bewertungen für sich. 129 zu 140 ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so oberkrass. Ich finde schon, eine negative Bewertung an sich ist schon selbst für einen Justin Playback relativ gut. Normalerweise macht er ja seine Bewertungen aus, weil die einfach zu schlecht sind. Nice. Ich meine, ich frage mich, wie 129 radikal dämliche Leute dieses Video geliked haben können. Ich habe kaum bisher so einen Fremdscham-YouTuber gesehen, wie Justin Playback seiner ist, weil er selbst das Ganze mit dem Bann komplett gefaked hat.
aus dem Photoshop der ange auf die angeblichen 100.000 Gems, da Photoshop der 1 Million Gems rein. Also Bro, dein IQ kann ich an den Fingern abzählen. Außerdem hat jemand neun. Junge, da gerade eben zerstört. Dein IQ kann ich mit den Fingern abzählen. Das habe ich noch nicht mal geschafft. Alles ist einfach stark. 999 Star-Punkte auf dem Account? Also ich persönlich nicht. Justin Frag dich, weiß Playback nicht, wie das war. anscheinend schon. Deswegen, ja, ist er einfach so ein Profi, dass er 999 Star-Punkte auf dem Account hat. Ja klar. Außerdem sieht man vorher im Video, dass es 1.121 Coins auf seinem Account sind. Ja. Und nachher, wo er die 1 Million Gems aufgeladen hat, beziehungsweise angeblich 100.000, aber er lädt ja 1 Million auf, hat er 92.572 Coins. Wie kommt Uff. das wohl? Nun ja, ich denke, es kommt einfach daher, dass man das Bild aus dem Internet gezogen hat. Ja, also das Ding ist halt, bei Justin Playback muss man übrigens nicht recherchieren, um den auseinanderzunehmen oder selbst, dass dieser Junge ihn beerdigen kann. Du musst eigentlich nichts machen und der Typ ist lost. Also der Justin Playback kann eigentlich nur als Verlierer aus sämtlichen Situationen rausgehen, weil der einfach unfassbar, ja, unfassbar gerade seinen Kanal hochgezogen hat. Der letzte Punkt, an dem man diesen absolut bodenschlechten Fake festmachen kann, ist jedoch, dass dieser rote Hintergrund mit dem Auge aus dem Mai 2020 stammt. Und das Video ist, wie gesagt, am 17.10.2020 entstanden. Ja, krass, also Ja, nicht nur bei Flaschi. dem Bann Nur wenn du verkackt, es magst, ne? jetzt auch mit dem Hintergrund komplett verkackt. Das Video sollte gerade eben schon vorbei sein, aber ich habe mir das ja einfach mal reingezogen und habe mir gedacht, komm, das. Leute, nur mal so, es ist nicht auf 8 Minuten gestreckt. Oder wie bei Justin auf 10 Minuten gestreckt. Stabil, wirklich. Das Ich bin nehme ich gespannt, noch wie viel mit es Likes Rotz. hat. Anschließend kann ich noch sagen, dass ihr bitte, bitte diesen Kanal in die Tonne kloppen sollt. Danke. Ich werde jetzt hier gleich aktualisieren und wenn wir 100 Likes drauf haben, dann würden wir uns alle sehr freuen, weil der Typ scheinbar ein absoluter Ehrenmann ist. Ein Ehrenmann, ja? Geht rüber, lasst ein Like da. Das ist einfach, das ist ein Geschenk. Das ist schön, ja? Das ist einfach schön. Einfach 105 Likes, ja? Zu einem Dislike. Traurig, wer gedisliked hat, ja, weil der Typ hat es wirklich traurig, ich feier den. Aber 105 Likes ist halt schon stark. 116 Likes ist natürlich noch besser. 47 Abos. Er hat einfach 47 Abos bekommen. Beziehungsweise 46 neue. Echt stabil, wirklich ohne Scheiß richtig stabil. Leute, ihr habt ihn ganz böse supportet, so muss es sein. Wirklich, so muss es sein, ja. Das, solchen Support. Und das von Twitch ist Weltklasse, ja. Ist. Maschallah. Feiner Kerl, gibt's nichts zu sagen. Er erinnert mich öfter an meine Gebete als sonst wer. Ja, würde jetzt wahrscheinlich ABK sagen. Stabil.